Und hallo, herzlich willkommen bei Brettballett mit Cat, hallo. Und da ist sie, die stets erwartete, die heiß gehandelte, die wahrscheinlich mehr gesuchte Toplist als das Bärensteinzimmer, die Top 10 von Cat. Von mir, ja. Sie ist endlich da. Es hat ja ein bisschen gedauert und es war tatsächlich echt schwieriger als geplant, die aufzunehmen. Ich muss übrigens sagen, also die Liste ist ja schon ewig fertig, also auch schon bevor wir das erste Video gemacht haben, ja. Dann war ich ja krank, und dann war dies und dann war jenes. Und dann ist jetzt Notbetreuung mit dem Kindergarten. Ja, seit vier Wochen ist jetzt zu Hause, richtig, unsere Tochter, genau. Und eigentlich wollten wir das Video auch gestern schon aufnehmen, aber ich habe gestern, wie hast du es so vorhin so schön umschrieben? Erdbeerwoche, weibliche Tage. Weibliche Tage, gibt es auch männliche Tage, ich weiß. Ich habe so manchmal meine männlichen Tage, mal mehr, mal weniger. Und wir wollten eigentlich gestern das Video aufnehmen, da war mir so schwindelig, dass ich echt schon dachte, ich breche fast zusammen. Ja. Ich habe so merk auch gerade wieder, ich bin mir noch leicht, mir ist leicht noch schwindelig. Also wenn ich nicht ganz auf der Höhe erscheine, tue ich das je, weiß ich nicht. nein, aber wundert euch nicht. Ich übernehme dann einfach, wenn ich sehe, dass du so nach links kippst aus dem Bild heraus, ja, dann übernehme also, ich halt einfach. Genau, aber ich will es einfach auch, mich nervt einfach, ich will es einfach. Ja, ihr wartet jetzt ja auch drauf und deshalb, also Chapeau, Hut ab, ich weiß ja, wie es dir dann einmal im Monat geht und da möchte ich nicht tauschen und ich bin mir sicher, dass wir Männer schon nach einem Tag tot wären und wahrscheinlich kreischend wie ein Baby um Hilfe schreien würden. Also von daher finde ich es wirklich Respekt davor, Hut ab, dass wir das jetzt durchziehen. Ich will es auch endlich hinter mir haben, so. Checker. So, genau, deine Top 10, es waren ja schon, ich fand das ganz cool, dass die Leute gesagt haben, in deiner Top 20, also Platz 20 bis 11, dass die Leute da gesagt haben, Mensch, das ist eine überraschende Liste, weil halt auch eher so kleinere Sachen drin sind. Hat dich das überrascht, dass es die Leute überrascht hat? Ob es mich überrascht hat, dass es Leute überrascht hat? Nee. Also ich fand es cool, wie sie darauf reagiert haben. Aber ich meine, ich spiele mit euch auch oder mit anderen Leuten auch größere Klopper. Aber gerade in letzter Zeit, gerade mit Kindern, die noch da sind, wach sind, wenn wir spielen, fände ich halt so kleinere, nette Spiele auch sehr gut, die auch schnell gehen und nicht irgendwie 3 Stunden gehen. Weil gerade wenn Kinder dabei sind oder vielleicht wach werden könnten, dann macht das dann einfach auch schon mehr Spaß. Das haben wir halt bei unseren Spielenachmittagen, gerade jetzt mit Freunden, wenn es dann auch wieder mehr geht, auch festgestellt, gerade die auch Kinder haben lieber 2, 3 kleine Spiele an einem Spielenachmittag als so den großen Brecher, wo man sich durchweg konzentrieren muss. Ja. Das ist mit Kindern schwierig. Wir freuen uns dann aber auch, gerade wenn zum Beispiel wenn mal der Thomas, Grüße gehen raus, da ist oder ich halt meine Jungsrunde mal wieder haben kann, wenn da dann auch mal wieder die Breche auf den Tisch kommen, da sind halt auch schon wieder ein paar Sachen, die ich unbedingt spielen will. Und du ja auch. Ja. Ja, oder? Ich will Cryo noch mal spielen, nachdem ich hart verloren habe. Aber ja. Cryo oder so? Cryo. Ja. Gut, wir sind bei deiner Liste. Wir fangen einfach mal an und wir starten mit dem Platz Nr. 10. Das Lustige ist, ich weiß in diesem Fall ja, was es ist, weil ich musste die Spiele alle raussuchen, weil diesmal, ich weiß, wo sie sind. Genau, ja. Daher aber Platz 10, ein Spiel, was auch bei mir auf der Liste ist. So, welcher Platz war es bei dir? Ich glaube, bei mir war es 11 oder 12. Ja, okay. Krass. Also recht nah beieinander. Genau, das haben wir letztes Jahr sehr, sehr viel gespielt. Mhm. So weit wie es möglich war. Und zwar Glenmore 2 Chronicles heißt es, oder? Ja. Mhm. Ich überlege nur, weil es gibt ja auch das andere Glenmore und weil wegen Chronicles, weil es 2 ist und Chronicles und so. Genau, die Chronicles sind ja so modulare Expansions, die man dem hinzufügen kann. Genau. Und ja, also es hat mich total überzeugt, weil also es geht ja um Whisky und wir haben das halt total schön im Urlaub damals gespielt mit den Freunden, wo wir es beide noch nicht gespielt hatten. Und haben dazu Whisky getrunken, weil es ja ein Whisky-Thema. Und ich merke schon, ein bisschen. das hat mir halt hat mich sehr angesprochen. Wir haben es, glaube ich, auch mehrmals in den an dem einen Tag auch zweimal gespielt und in der Woche auch mehrmals gespielt und danach immer mal wieder. Ich darf jetzt nicht sagen, sonst sagen die Leute, weil ich unterbreche dich dauernd. Räum doch mal bitte mit diesem Gerücht auf. Wenn ich dir unterstütze zur Seite springen will, darf ich mir immer anhören von ganz vielen, boah, du unterbrichst Kette immer. Du bist aber auch ein Quatschkopf. Also muss okay, ich gut, dann lasse ich dich jetzt alleine reden. Nein, ich habe nur gerade, du bist halt derjenige, der es lieber mag zu quatschen als ich. Ich versuche dir einfach nur als. Natürlich machst du ja auch, ja klar. Aber wenn du erstmal quatschen, muss man erstmal reingrätschen. Erzähl doch ein bisschen was zu dem Mechanismus und worum es in dem Spiel geht. Lieb dich, du Arsch. Kannst du auch schnell. Nein. Was? Nein!
Ich überlege gerade, ob man es Rondellmechanismus nennt. Ja, kann man schon Rondellmechanismus. Ja, man hat dann eins so Plättchen. Wenn immer wieder auf diesem auf dieser Spielfeld, auf den ich glaube, jeder kennt sowieso, oder? Spielfeld immer wieder aufgedeckt, immer nachgezogen. Es gibt A, B, C und D, meine ich, verschiedene Plättchen. Ne? Mhm, und die verändern sich immer rein, genau richtig immer später rein. Und man baut ja sich auch irgendwie sein Dorf auf, seine Herde, seine Viecher, also es waren Schafe, waren das, ne? Schafe gibt es, Whisky, genau. Whisky. Holz, glaube ich, weiß kein Mensch. Ich will das echt mal wieder spielen. Ja, jetzt ewig, jetzt schon seit ein paar Wochen, nicht Monaten nicht mehr Monate, gespielt. Ja. Genau. Und dann gibt es noch dieses extra Tableau nochmal, wo es diese Wappen gibt, ne? Wo man Sachen Clans, drauf, Clans genau drauflegen kann. Und man ist immer wieder, ich glaube, nach jeder Runde wird ja gewertet und man muss immer gucken. Man muss mal gucken, zum Beispiel mit den Whiskyfässern. Das war ein paar Mal, war ich sehr weit gut abgeschlagen mit den Whiskyfässern. Oder manchmal auch fast gleich auf, dann lohnt sich das fast gar nicht. Oder mit den, nicht Bewohnern, aber mit den Menschen, die auf diesen Feldplättchen drauf sind. Wenn man da nicht weit genug vorwärts ist, bringt einem das ja kaum was mehr, sag ich mal. So, jetzt darfst du noch was sagen. Darf ich was sagen? Ja, okay. Kate gibt mir jetzt mal die Erlaubnis, dass ich was sagen darf. Ja, ich mag den Rondellmechanismus. Das ist dafür ein schöner Finger. Ja, das kann ich bezeugen. Ja, es ist ein toller Rondellmechanismus. Vor allem, es hat diesen coolen Mechanismus, dass ich halt mich so weit bewegen kann, wie ich möchte, um mir das Plättchen zu nehmen. Allerdings sind alle Spieler dann hinter mir so lange dran, bis sie mich überholt haben. Das heißt, ich muss genau kalkulieren, möchte ich halt das Plättchen unbedingt um alle Kosten haben, verliere dann aber im Hintergrund sehr, sehr viel und habe dann aber immer noch, wenn ich mein Dorf baue, habe ich halt eben auch meine Worker, die ich platzieren muss, die ich auch bewegen muss. Nur angrenzende Sachen können gewertet werden. Also auch da muss ich mir vielleicht so eine kleine Engine bauen. Tolles Spiel war ja auch, wie gesagt, in meiner Top 20. Ich freue mich sehr, sehr auf die Erweiterungen, die jetzt im Sommer kommen, die auf Kickstarter gefundet worden sind. Super Spiel, Glenmore 2. Und Empfehlung mit Whisky trinken. Oh ja, unbedingt. Genau. Whisky. Ja. Whisky. So, machen wir weiter. Mit einem würzigen Thema. Mit einem würzigen Thema. Number 9. Doch. Danke. Bitte. Kloß im Hals, mega. Spicy, genau. Das ist ein Bluffspiel. Eins der wenigen Bluffspiele, wo ich Mais, also ganz gut, ganz okay, bin ganz für gut. Deine bin. Verhältnisse für meine Verhältnisse bin ich super gut. Und ich mag es auch, weil die meisten Bluffspiele bin ich super schlecht. Kann ich bezeugen. Und sie gefallen mir auch nicht, genau. Und was hat man? Das ist ein Kartenspiel. Ja, wahrscheinlich kennt es auch jeder. Wahrscheinlich kennt fast jeder alles. Ein Kartenspiel. Ich finde das Artwork super. Das ist ein bisschen asiatisch angehaucht mit Wasabi, Chili und Salz. War Pfeffer? Nee, Pfeffer. Ich denke mal, Pfeffer. Doch Pfeffer, ne? Das ist Pfeffer, nicht Wald. Natürlich, Pfeffer, klar. Genau, das sind nur drei Sachen. Ne? Genau. Und man legt das ja verdeckt hin, ne? Genau. Und die Mitspieler, man sagt auch an, was man hat, welche Sorte von Spice, also Gewürz, genau, und welche Zahl. Und die Leute der Mitspieler müssen das anzweifeln. Also, wenn sie denken, du hast gelogen, das zweifeln sie an. Und die müssen aber auch sagen, was. Also, wenn sie am Ende sagen, die zweifeln an das Gewürz, aber dann die Zahl ist verkehrt, kann der andere Lot trotzdem weiterspielen. Genau, wurde nicht entdeckt sozusagen. Und ich finde, die Schachtel macht sich auch ganz gut. Und oh Gott, es kommen alle rausgefallen. Und ja, wie hat das Artwork, finde ich total schön mit der goldenen Rückseite. Und dann gibt es noch Joker, ne? Das ist ein blöder. Nein, doch. Entschuldigung, hallo? Ich sehe schon wieder die Kommentare. Sven, könntest ja auch mal für mich helfen, zur Seite springen, jetzt hier vor der Kamera und sagen, ich bin froh, dass du mich immer unterstützt. Natürlich, aber das habe ich schon mal gesagt. Ich bin wenn ich nicht weiter weiß und einspringe, natürlich, weil du der Laberkopf bist und ich nicht. Laberkopf, du könntest auch sagen, ich bin deine kreative Soufflöse. Meine Soufflöse. Kreative Soufflöse, bitte. Okay, ja. Was bei Spicy nämlich noch zu erwähnen ist, ist, dass dieses Blöffeln und Karten aufspielen gar nicht so einfach ist. Wir haben diese drei Sorten. Das ist das Pfeffer, das ist das Wasabi und das ist die Chili. Und wir müssen im Endeffekt... Ist das jetzt so schnell? Nein, ich möchte es einfach nur runterbeten, damit die Leute sagen, ich unterbreche. Unterbrich mich bitte nicht, ich fühle mich unterbrochen. Wir haben Zahlen von 1 bis 10 und wir müssen aber die in der Reihenfolge spielen, dass wir sagen, wenn ich halt sage, ich spiele eine 2 Chili, dann darf ich darüber kein Wasabi oder kein Pfeffer spielen, sondern ich muss halt eben das die Chili spielen. So, das heißt, es macht es deutlich schwieriger. Und wenn ich dann sage, okay, du hast eine 2 Chili gespielt, spiele ich verdeckt
sage ich 5 Chili. So, Wasabi oder Pfeffer dürfte ich nicht. Und das macht es halt doch so ein bisschen pfeffriger und feuriger, das halt rauszufinden, hat man das nicht. Und man muss jetzt nicht dieselbe Reihenfolge spielen, aber es muss immer höher sein. Wenn jemand eine 2 legt, kann ich zwar eine 8 legen, dann ist aber natürlich viel Spielraum dazwischen. Da darf man dann nicht mehr das zwischenlegen. Tolles Bluffspiel, mag ich auch sehr, sehr gerne. Kleines, feines Spiel. Mhm. Definitiv. Kommen wir nun zu Nummer 8. Number 8. Ich lasse es, okay. Ja, Yukon Airways. Ist das schon wieder falsch rum? Es kommt zu dir geflogen. Ja, gelandet. Wow. Ja, es ist ein Pickup Delivery, kann man das nennen. Ja. Delivery. Delivery, genau. Ah, Pickup and Deliver. Pickup and Deliver. Genau, und spielt im Yukon. Genau. Und ich finde, also einfach auch das ganze Artwork schön, mhm, die Farbgestaltung sehr schön. Mhm, wir haben das erste Pastelltöne. Du bist echt, jetzt übertreib mich, das wird dann so Videoscheiße. Wir müssen es nochmal aufnehmen, weil du dich so affig benimmst. Okay, das schneide ich raus. Voller Staub. Das schneide ich auch raus, nein, eigentlich nicht. Wahrscheinlich schneidest du gar nicht, weil du keinen Bock drauf schneiden hast. Was ich verstehen kann. Ich habe es letztens mal das erste Mal geschnitten und wie wahnsinnig. Es war echt furchtbar, weil da so Technikschwierigkeiten gab. Genau. Und das erste Mal gespielt, auch eine schöne Erinnerung damals. Das war vor 2 Jahren jetzt, muss es gewesen sein, mit den Spiele-Dinos. Grüße geht raus. Genau. Und die hatten das schon öfter gespielt und haben es dann das erklärt. Und dann, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht nochmal gekauft haben oder ob wir es schon hatten. Ich glaube, ich hatte es tatsächlich, ich hätte es noch nicht gespielt zu dem Zeitpunkt. Weil es so gut gefallen hat. Und man kriegt ja auch noch. Also ist A, ein Würfelmechanismus drin, den einer immer am Anfang würfelt, dann legt man das auf verschiedene Plätze, was man dann, muss man es wegnehmen und dann halt kann das nur einer machen, glaube ich, ne? Die Aktion, ja, ne? Genau, die Aktion kann nur einer machen, genau. Also man blockiert dann auch die anderen, was einen dann einmal auch ziemlich verärgert, weil man das nicht das machen kann, was man machen wollte. Man hat auch diese kleinen Holzwürfel oder Cubes, genau, und die Holzflugzeuge seiner Farbe. Man kriegt auch mit Karten so einzelne Missionen, die man anfliegen muss und hoffentlich erreicht, damit man möglichst viele Punkte machen kann. Was hast du noch zu sagen? Danke, dass du mich fragst. Wir sind die Hälfte vergessen. Das ist aber nett, dass du mich fragst. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ach, man hat ja nur so ein Spielerboard. Genau, sehe ich gerade. Jeder hat doch so ein einzelnes Spielerboard, was man dann upgraden kann mit wie weit man fliegen kann, wie viele Ware, wie viel Karten man auf der Hand haben kann. Das finde ich auch sehr cool, dass man das immer weiter verändern kann. Und jeder hat es eigentlich am Ende unterschiedlich fast. Man hat dann noch diese Tachonalen, 6 Stück genau, und dann unten noch so, wo man auch so mit, das finde ich ein bisschen schade, dass es so aufgelegte Holz, Papier, Pappplättchen ist, die man halt schon verschieben muss. Das finde ich ziemlich cool, weil irgendwie hat dann jeder was anderes, also relativ anders, finde ich. Was wolltest du noch sagen? Benimm dich jetzt mal bitte. Ich bin neben mich. Jetzt benimmst du dich viel zu nett. Was ich bei dem Spiel sehr, sehr mag, also auch ich bin großer Fan davon, es spielt im Jahre 1979 und es geben diese ganzen Farbtöne schon wieder. Ich mag bei dem Spiel, dass es sehr viel Persönliches hat, weil der Autor schrieb irgendwie, ich glaube, dass sein Vater oder sowas aus der Region auch kommt und wirklich halt auch einen Flugschein hatte. Und es ist, du hast gerade schon gesagt, jeder hat sein Spielertableau und da kann man sein Flugzeug upgraden. Denn man muss unheimlich stark bei dem Spiel auch managen und gucken, wie viel Treibstoff habe ich? Wie weit komme ich überhaupt mit dem Treibstoff? Denn wie du schon sagtest, es ist Pickup and Deliver. Und an den einzelnen Orten, die geben A, die Reichweiten an, was man an Treibstoff braucht. B, liegen aber verschiedene Token verschiedener Farbe da. Das sind die Passagiere. Und die muss ich versuchen abzuholen. Und dadurch entsteht aber auch ein unheimlicher Konkurrenzdruck mit den anderen Mitspielern. Mhm. Dass man halt denkt, verdammt, eigentlich muss ich dahin, ich brauche das, ich brauche diesen Ort noch, weil je mehr Orte ich auch besucht habe, das gibt auch noch zusätzlich Siegpunkte und boah, hoffentlich nimmt mir das jetzt nicht einer weg, oh, ich brauche die Farbe von dem Passagier und dafür hat es für ein Pickup and Deliver unheimlich eine sehr coole Interaktion, dass man genau gucken muss und ja, auch mit dem Dice Placement, die Kollegen von Ludonova, die haben auch schon das Cupcake Empire gemacht, das sind auch diese coolen Iced Diced mit diesem Pastellton. Tolles Material, tolles Spiel. Ein verdienter Platz Nummer 8. Ah. Willst du weit oben? Genau. Ja, ich habe geguckt.
So ein Spiel, was es bei mir auch fast in der Liste geschafft hätte und wo du eigentlich davon ausgingst, dass ich es in der Liste habe. Richtig, ja. Und es war tatsächlich in meiner Liste, glaube ich, auf Platz 22 oder 23. Knapp vorbei, ja. Genau, das ist ja die neuere Version, die Rococo Deluxe Edition. Genau, da gab es ja noch die normale, die habe ich nie gespielt und ich glaube, du hast jetzt auch sogar jetzt schon verkauft. Ich habe sie jetzt verkauft, das war die 2013er Pegasus Edition. Genau, also im Vergleich, ich habe sie dann nochmal angeguckt, also die sieht einfach nochmal, 80% nochmal schicker, schöner aus und genau, was machen wir? Wir sind am Hof, Louis, ich habe gerade überlegt, war es wirklich Louis? 15. Der 15., ja genau. In Frankreich, nein, Sven, übertreib nicht, Mann. Das schneidest du raus? Nein, tue ich nicht. Du schneidest alles raus. Genau. Dieses Video geht 30 Sekunden, inklusive Intro. So wenig habe ich auch nicht geredet. Genau. Wir sind am Hof und wir sind Schneider und wir wollen das perfekte Ballkleid schneidern. Oder die Ballkleidung? Was denn? Na, wir wollen ja nicht das Perfekte. Wir wollen natürlich sehr gute. Es geht ja nicht darum, dass wir das eine Kleid schneidern, sondern wir wollen viele Perfekte. Weil je mehr gute und Perfekte wir schneidern, umso besser ist die Wertung. Ja, genau. Ja, genau. Ja, gut. Genau. So. Genau, und das kann man jetzt gar nicht sehen, wahrscheinlich kennt es auch wieder jeder, aber was ja auch sehr drehen. Ich glaube, die Deluxe kennt tatsächlich gar nicht so jeder, weil viele geschrieben haben, die war einfach zu teuer. Die war sehr teuer, das stimmt. Das finde ich auch wirklich, sie ist sehr teuer. 140 € so den Dreh. Ja, aber ja, also das, ich würde sagen, wenn man das andere hat und einem das zu teuer ist, würde ich das niemals kaufen. Ja. Aber ich finde das schon echt genial. Also die ganzen, sieht auch generell ein bisschen anders aus. Ein bisschen schöner, ein bisschen frisch, ein bisschen frischere Farben. It's fresh, fresh. Genau. Und excited! Genau. Und was ich besonders toll fand, sind diese Spitzen, diese Tokens von den Spitzen. Und was war das andere nochmal? Da war noch, ach genau, das Garn. Das Garn, genau. Das Garn, das ist halt so aus Gussharz oder so, aus Harz irgendwie so wunderschön. Und wir versuchen halt die verschiedenen Bekleidungsteile, sage ich jetzt mal, von einem Kleid zusammenzusuchen, die richtigen Garne, Stoffe zu bekommen. Und wir kommen immer höher und immer höher. Was denn? Ja, ich warte. Und eigentlich das Bestmögliche, was man machen kann, ist dann ganz oben auf dem Balkon zu gelangen mit der bestmöglichen Wertung, wenn unser Kleid da steht oder die Person mit dem Kleid. Ist ja nicht so, dass wir immer höher und höher kommen, sondern wir können uns direkt natürlich auch oben hinsetzen. Es ist natürlich, dass wir auch da ein Mehrheitensystem haben, denn am Ende wird gewertet, in welchem Ballsaal wir die Mehrheiten haben. Es gibt sowohl, dass wir männliche Kleidung herstellen können, als aber eben auch die feinen Zwirn und Kleider für die Damen. Und wir haben mehrere Ballsäle und in diesem Ballsaal sehen, wird am Ende eine Mehrheitenwertung aktiviert. Der allerletzte Ballsaal, wo der König persönlich sitzt, der sorgt eben auch noch dafür, dass man hochgehen kann zum Feuerwerk und da kann man auch nochmal extra Punkte. Und man kann eigentlich in den Ballsälen ganz schön viel den anderen was kaputt machen. Ja. Also wenn man da halt Gleichstand hat oder wenn da zwei Gleichstand hat, man macht da was rein und man macht das eigentlich komplett kaputt, ist eigentlich gar nichts mehr, wird dann gar nichts mehr gewertet, glaube ich, oder? Ich glaube nur noch oder so eine ganz, ganz kleine Minderheitenwertung. Genau. Weiß ich gar nicht, da wohnen manche schon doch sehr verärgert am Ende, wenn man da was kaputt gemacht hat, genau. Aber ich finde es, und ich finde auch sehr cool, dass man noch so ein Übersichtstableau jeder hat, mit den Wertungen und so weiter. Was bei dem Spiel nämlich tatsächlich auch sehr, sehr cool ist, es hat zwar diesen Worker Placement Part, wenn man so möchte, in den einzelnen Ballsälen, aber es hat eben auch noch einen Deckbuilding-Mechanismus. Ja. So, weil es wird jede Runde oder jedes Zeitalter, es geht glaube ich über 6 oder 7 Runden, ich glaube 7 Runden waren es, werden neue Karten aufgedeckt und diese Karten definieren unsere Aktion, aber die werden immer stärker, dass unsere Aktionen stärker werden, dass wir Sachen günstiger bekommen, dass wir Boni bekommen und da geht erstmal so ein Hauen und Stechen auch los, welche Karte kriegt man, weil das kann auch schon für die Strategie unheimlich wichtig sein. Dadurch baue ich mir auch mein Deck zusammen, ich lege damit meine Strategie fest und es gibt auch immer wieder solche Situationen, weil jede Runde werden halt diese neuen Karten aufgedeckt, die mein Deck letztendlich beeinflussen, die ich mir dafür holen kann, aber es werden auch neue Kleider aufgedeckt und das ist, wenn man dran ist, überlegt man ganz, ganz oft, will ich jetzt dieses fantastische Kleid haben, was total viele Siegpunkte tendenziell bringt und ich gerade günstig bekommen kann, weil es sehr weit vorne liegt, oder will ich aber zuerst auf diese Karte gehen? Ich muss immer wieder jede Runde abwägen, weil in der nächsten Runde kann es schon zu spät sein und jemand ganz anderes holt mir das weg. Und das sorgt dafür, dass ich gerade zu Beginn einer jeden Runde immer wieder vor ganz, ganz schweren Entscheidungen stehe, die mitunter auch meine Strategie komplett verändern können. Mega gutes Spiel.
richtig toll. Also ich mag es auch sehr gerne. Wie gesagt, es war bei mir auf der 22 oder 23 so die Ecke. Und freue mich drauf, wenn das auch mal wieder auf den Tisch kommt. Weil, ja, wie gesagt, es sieht auch fantastisch aus. Es ist sehr teuer, ob man das wirklich in der Variante braucht. Sei dahingestellt, das Spiel ist auch anders gut. Aber ja, eine sehr, sehr gute Wahl. Ja. Jetzt kommt Nummer 6. So, Nummer 6, ein Spiel, was auch in meiner Top 10 war. Wundert mich jetzt gar nicht. Nee, mich auch nicht. Ja, genau, und zwar Grand Austria Hotel. Das haben wir, glaube ich, als wir das frisch bekommen haben, sehr, sehr oft gespielt. Ja. Sehr, sehr oft, auch oft zu zweit, oder? Ja, das funktioniert ja, super zu zweit. Ich würde es auch nicht mit mehr als 3 Leuten spielen, weil es sonst eine brutale Downtime ist. Haben wir es schon mal mit mehr als 3? Wir haben es mal zu dritt auf jeden Fall Ich glaube, einmal nur zu dritt, aber mit mehr nicht. Ich habe es auch noch mal zu dritt gespielt und habe aber auch gleich gesagt, und ich habe es bei vielen gelesen, zu viert. Nope. So, dort zu lange, ne? Genau. Ja. Und zwar, ich finde auch dieses ganze Grand Hotel wird dadurch... Genäckte Frau. Ich habe dich kaum verstanden, aber ich weiß, was du sagen wolltest. Sehr schön wird das rübergebracht. Mir fällt gerade ein, wir haben das gefühlt das Gleiche auch bei dir gesagt. Kann sein, wird halt sehr gut rübergebracht. Man fühlt sich da direkt in die Zeit versetzt und man möchte da gerne wieder hin verreisen. Genau, wir haben über so Grand Budapest Hotel gesprochen. Genau, bei mir, den tollen Film, ja. Genau, und was ist das... Wolltest du mal erzählen, alles genau? Ja, also ihr habt bei mir wahrscheinlich, glaube ich, schon alles viel gesehen, dazu gesehen. Genau. Ihr werdet es kennen. Dice Placement trifft so ein bisschen auf, Worker Placement, sondern wir müssen ja unser Hotel bauen, wir müssen die Gäste verbessern, ein bisschen Ressourcenmanagement. Wir müssen sozusagen, dass die mehr Gäste kommen und da bleiben wollen. Genau, also es ist ein mega, mega gutes Spiel. Ich freue mich jetzt auf die Expansion. Ich habe den Prototyp da drin und wir müssen es endlich mal spielen. Die wird ja auch im Sommer ausgeliefert und ja, mega tolles Spiel. Legen wir es nicht zu weit weg, dass wir es dann mal spielen. Ja, ja, weil liegt hinten in der Ecke und deshalb vergesse ich es aber nicht. Ja, dann nehmen wir es weiter rechts hin, dann können wir denken. Ja, vielleicht für dieses Wochenende oder sowas. Und nächste Woche ist ja langes Wochenende, 4 Tage frei. Weil es ist Donnerstag ist Feiertag und Freitag ist Brückentag und Samstag ist Samstag und Sonntag ist Sonntag und das sind 4 Tage frei. Finde ich super. So, gut, wir wären bei einem weiteren Spiel. Ich habe das, was du haben wolltest, nicht gefunden, deshalb habe ich die normale Version. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Genau, und zwar Splendor. Ich glaube, also ich wollte das, Marvel haben, weil wir es letztens auch ein paar gespielt haben, das Neue. Was bedeutet das? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das ist das Spiel, wo ich wirklich, als ich deine Liste gesehen habe, das war das Einzige, was mich wirklich überrascht hat. Echt? Drin ist. Die anderen Spiele war, ich meine, wir haben ja sowieso eigentlich alles zusammengespielt, aber Splendor hätte ich nicht, also ich habe immer das Gefühl gehabt, du magst Splendor, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass das in deiner Top 10 ist und dann auch noch auf Platz Nummer 5. Nummer 5. Wenn ihr mich entschuldigt, wenn ihr mich entschuldigt und mich sucht, ich versinke gerade im Boden. Das würdest du niemals tun. Das stimmt. Naja, weil das ist aber auch so ein bisschen, das haben wir ja damals, als wir wieder mehr miteinander gespielt haben. Hashtag Ehe. Mehr Brettspiele gespielt haben, war das einer der Spiele, die wir gespielt haben. Deswegen erinnert mich das ein bisschen dran. Deswegen ist das so ein bisschen sentimentaler Platz. Also ich mag das Spiel einfach auch super gerne. War eigentlich für... Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, war echt, pass auf, da sind Pokerchips drin, das tut echt weh. Nee, das ist tatsächlich auch, um deinen Gedanken gerade nochmal fortzuführen, eben auch eigentlich, das war zu der Zeit, wo du wieder angefangen hast, mehr zu spielen, finde ich ein schönes Gateway-Game. Ja. Das ist auch nicht zu kompliziert, das ist halt, man kommt schnell rein und es dauert auch nicht zu lange. Also ich habe es mal ganz, ganz verrückterweise, als wir angefangen haben zu spielen, mit Star Wars Destinies versucht, was eine ziemlich dumme Idee war. Ja. Aber das hat von Anfang an gut funktioniert. Genau, und ich einfach das Material mag ich gern, die ganzen Kristalle und jetzt halt wieder das Neue, das Marvel, finde ich, ist ja das Gleiche eigentlich, nur mit einem anderen Thema. Finde ich einfach super. Ich glaube, da braucht man nicht viel drüber sagen, oder? Die meisten kennen, für die es nicht kennen, es ist halt im Endeffekt Set-Collection, Ressourcenmanagement mit Set-Collection. Wir haben jede Runde haben wir die Wahl, entweder wir nehmen von, es gibt verschiedene Ressourcen, das sind diese coolen Pokerchips. Ich liebe Pokerchips als Ressourcen, das ist immer super. Und ich habe die Wahl, entweder ich nehme von einer Sorte, ich glaube 2 waren es, oder ich nehme von verschiedenen Sorten jeweils eine. Ich kann mal wieder mich jetzt reinlesen. Und dann liegen halt diese verschiedenen Edelsteine aus, oder diese Orte sind es, glaube ich. Und die muss ich mit diesen Edelsteinen kaufen. Die geben mir zum einen Siegpunkte, zum anderen geben sie mir aber auch weitere Permanent-Ressourcen, die ich nutzen kann. Und damit mache ich im Endeffekt eine Art Set-Collection. Genau. Muss halt versuchen, bis ich, ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Ich muss Kunsthandwerker oder ich muss, die adligen Mädchen, die müssen wir halt uns erwerben, die uns besuchen, und das bringt uns halt Prestige zum Sieg.
ja, wie gesagt, ich war überrascht, dass du drin hast. Ich mag es auch echt gerne. Das ist eins dieser Spiele, wo ich sage, das ist eigentlich so einfach. Das kann man eigentlich immer spielen. Kannst du wirklich immer spielen, aber das kann man eben auch mit Oma, Opa und allen eigentlich spielen. Ja. Und es sieht toll aus. Und es ist ja nicht ganz so langweilig für Leute, die eigentlich gerne Brettspiele und also viel spielen. Ich mag halt die Ressourcen mit den Pokerchips und alles. Schönes Ding. So, dann deine Nummer 4. Leicht zerstört schon? Leicht zerstört, ja. Oh mein Gott. Ja, Nidavellir. Ich liebe es. Ich finde es einfach super genial. Also haben wir das das erste Mal dieses Jahr gespielt oder letztes Jahr schon? Nee, letztes Jahr. Mhm. Ja, okay, kommt einem nicht so lange vor, stimmt. Ja, wegen Corona und kein Zeitgefühl mehr. Genau. Und zwar ist das so, das finde ich ziemlich cool, dass es ist eine Set-Collection, ne? Set-Collection und Coin-Collection. Ich wollte es hinten mal richtig machen. Also, das finde ich... Coin-Building. Coin-Building, genau. Ja. Coin. Und das finde ich so cool, dass es so zwei Sachen zusammen... zusammen gefasst worden kommen, ist, was ich gar nicht gedacht habe, dass es funktioniert. Mhm. Und zwar hat man, wir haben es zu dritt und zu viert, glaube ich, gespielt. Mhm. Ja, zu zweit haben wir es noch nicht gespielt, glaube ich, aber auch das ist langweilig, glaube ich. Ja. Ne? Und zwar hatten da verschiedene Tavernen, ich glaube, drei war Tavernen, ne? Ja, drei. Ich dachte, du hast zwei gezeigt, sowas. Nee. Drei Tavernen, genau, wurden halt die Zwerge auf Zwerge ausliegen und man, so, man sich so eine Zwergenarmee halt aufbaut. Und man hat selber auch noch so ein Kristall vor sich liegen. Der Unterschied, der eine da ist ein bisschen größer, ne? Das ist für das Unentschieden. Genau, das vertauscht man aber auch, was ich sehr cool finde. Das ist nicht immer bei dem einen Vibe der Vorteil. Ja. Und man geht halt, genau, dann immer, man legt da auf seinem Tableau seine Coins verdeckt. Mhm. Man hat, glaube ich, 5, ne? 0. Ja. Was war das? 0, 2, 3, 4, 5? Genau, aber die ändern sich ja. Du hast immer 5. Am Anfang startet man damit, genau. Und man legt halt für die drei Tavernen halt drei Coins, wo man sagt, was man unbedingt haben möchte. Also man gibt, das gibt einige verschiedene, viele verschiedene Set-Collection, was man machen kann. Und dann legt man halt, wenn man unbedingt haben möchte, legt man die 5, wenn man weniger. Und bei einem legt man halt die 0 hin und halt dann zwei andere Coins weiter unten, damit die sich summieren. Und damit kriegt man eine neue, neuen Coin. Den, wie war das? Den höheren Coin muss man abgeben, ne? Genau, man hat immer nur feste 5 Coins. Genau, man ändert im Endeffekt nur die Werte. Und was ich auch cool finde, man hat halt die 9 Coins, die man dann weiterhin, die man sich dann erstmal sammeln, holen muss, hat man auf so einer Bank, finde ich, draufstehen. Mhm. Und sobald eine Reihe fertig, also leer ist, also zum Beispiel ich habe 7 und die 7 ist aber schon leer, kriege ich die nächsthöre. Wenn, wenn man Glück hat, ist die 8 auch schon leer, die 9. Kann man halt auch so ein bisschen und das finde ich total cool, dass es halt immer wieder, dass es dann höher und höher geht, mit einfach mit Glück. Und dann am Ende wird halt groß abgerechnet und das ist gar nicht so ohne. Und man hat auch diese extra schwarzen Karten. Ja, ja, stimmt. Die man auch für Set Collection. Es gibt halt verschiedene Zwergenclans, die haben halt alle eine andere Bedeutung, wie sie gewertet werden und wie man sie sammeln muss. Ja. Die Münzen, die man dazu kauft, die werden am Ende auch noch gewertet. Der Clou bei der Sache ist, die Münzen, die ich im Endeffekt nutze, damit sie sich addieren, es macht natürlich halt Sinn, dass ich da die höheren reinwerfe. Bedeutet aber wiederum bei der Auswahl, wenn ich halt da die niederen platziere, ist die Chance recht, recht hoch, dass ich halt relativ spät drankomme und die guten Zwerge, die ich vielleicht brauche, dann schon weggenommen worden sind. Also ich muss immer diese Balance haben, wie kriege ich halt im Endeffekt meine Münzen verbessert, aber spielt auch noch in den drei Tavernen ganz gut mit, um eben den Rest zu holen. Das ist gar nicht so ohne, ja. Ist auf Deutsch bei Pegasus erschienen. Ich habe auch schon die Expansion drin, die wir noch nicht gespielt haben, leider. Aber auch ein richtig gutes Ding. Also das ist auch was, was ich so in der Art, es ist eigentlich total einfach, aber es ist so charmant und wirklich auch elegant gemacht. Mhm. Das ist ein fantastisches Spiel. Und das Artwork finde ich auch echt sehr cool. Also ist jetzt nicht zu barbarisch, aber es ist echt cool. So, wir kommen zu der Top 3. Schnallen Sie sich an, liebe Leute. Es ist soweit, die Top 3 Spiele der Wir fangen an mit der Nummer 3 und das hat mich tatsächlich, na was heißt überrascht, es hat mich gefreut, dass du es aufgenommen hast, weil, Spoiler, bei mir ist es leider nicht reingekommen, es war auch nah dran, ich glaube es war auf Platz, auch irgendwo so zwischen 22 und 24, ist nicht reingekommen und ich freue mich vor allen Dingen deshalb, weil ich nicht gedacht hätte, dass es dir so gut gefällt, was ich aber sehr, sehr cool finde. Echt nicht? Nee, und das ist ein Spiel, da hat sogar Thomas gesagt, er hätte damit gerechnet, dass es bei mir in der Liste ist. Ja, gar nicht. Verstehe und ich auch nicht. Jetzt, wo ich sie ein bisschen sehe, bin ich fast ein bisschen traurig, dass es bei mir nicht in der Liste ist. Bist du denn schuld? Ja, Praga Kapudregni von Wladimir Suchi. Genau, Praga. Wurde auch, glaube ich, überall gezeigt, gespielt und wir haben es auch sehr viel gespielt mit verschiedensten Leuten. Haben wir es jemals zu zweit gespielt? Nee, ich glaube nicht. Nein, ne? Nee. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ich glaube, da könnte es sogar gehen, aber ja.
Du darfst sprechen. Stille. Sprechen Sie jetzt oder schweigen Sie für immer. Bödem. Ich überlege gerade, und zwar, ich glaube, hier kennt es wahrscheinlich auch jeder, aber wie war das? Wir bauen an Prag auf. Prag auf, genau, unter anderem die Stadt. Das habe ich ganz, ganz wenig eigentlich nur gemacht, die Stadt unten. Das ist wahr, das ist wir so haben es echt ein paar Mal gespielt, ja. Und Cat ist dafür bekannt, dass sie, wir nennen es nur die Eiertaktik. Du baust immer bis zur Brücke hin. Und einmal habe ich es nicht gemacht, dann war ich alle total. Und hast hart verloren. Ja, genau, ja. Das. Und ich war alle sehr verunsichert, weil ich dachte, ich mache mal was anderes. Ja. Genau. Und ich habe immer die Brücke sozusagen mit den Eierschalen und so weiter versucht zu machen. Bin immer sehr weit vorne gewesen. Und ich finde auch den Mechanismus mit der Brücke, die halt aufgebaut ist und irgendwie immer auseinanderfällt. Man kann sie gar nicht, also beim Ab- und Aufbauen. Und diese einzelnen Stege, sag ich mal, die man dann holen kann. Und dann kriegt also man, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu machen. Dann noch die, was war das, Kathedrale und ich glaube die Mauer. Stadtmauer. Ich glaube die Stadtmauer war es. Ja, Klagemauer weiß ich nicht. Nee, das war was anderes. Die Mauer. Und ich finde auch diesen Drehmechanismus, wo man halt sich diese... Diese kleinen Plättchen, die so ein bisschen genau, aus Eieruhren so ein bisschen aussehen, ausnimmt, dann weiterschiebt und dann auch, wenn eine neue Runde eingeläutet wird, dann fällt das Holz, der Holzcube dann rein, dass man das dann festhängen bleibt. Material ist super. Das ist total toll. Ja. Super. Also ich mag den Aktionsmechanismus eben auch mit dem Rad, weil es gibt halt einen gewissen Platz, da sind die Aktionen kostenfrei. Mhm. Es gibt sogar Plätze, da sind die Aktionen, dass man sogar noch was dafür bekommt. Aber es gibt eben auch Positionen, da muss man dafür bezahlen. Und Geld ist oft Mangelware in dem Spiel. Ich denke mir, verdammt, ich brauche diese Aktion, ich will jetzt da und da bauen, aber verdammt, diese Aktion liegt da und ich muss 2 Münzen zahlen. Es geht nicht auf. Und man kriegt ja meistens, obwohl man diese Aktionplättchen rausnimmt, ist ja noch was anderes drauf. Man teilweise kriegt man ja drüber ein Ei oder so. Ne? Ja, genau, ja. Also, ich finde das so cool. Ich habe jetzt auch echt mal wieder richtig Bock, zu spielen. Jetzt haben wir eine Weile wieder nicht gespielt. Ja, also, ja. Wir haben viel gespielt und dann wieder... Nicht. Das sind halt so die vielen Spiele. Ja, aber Prager ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Nicht zu Unrecht wurde es von vielen gefeiert. Ich finde es auch toll, weil es ist wieder so ein Spiel, das eigentlich von den Regeln her relativ zugänglich und schnell gelernt ist, aber dann im Spiel ist es so, du hast so viele Möglichkeiten. Ja. Du hast ja unten Stadt aufbauen, Stadt oben unten, Stadt, dann du hast die Innenstadt, die deutlich teurer zu bauen ist, die aber halt auch, die Mauer, mehr musst belohnt, du hochgehen, das habe ich auch dann auch wenn man nicht ganz so gut hinbekommen. Die Eier, also den Eierweg. Ja, gibt so viele Möglichkeiten, Punkt zu machen. Das finde ich echt cool. Ja, super Spiel. So, wir kommen zu Numero 2. Und auch das ein Spiel, was sehr, sehr hoch bei mir in der Liste war. Und ein Spiel, das uns, glaube ich, auch sehr verbindet, weil wir haben es auch schon zu diversen Orten mitgenommen und haben zu diversen Orten, eigentlich nur einen. Nee, also wir hatten uns mal in der Toskana hatten wir es mit und wir hatten uns auch in Südtirol mit. Eigentlich immer Weinthema. Also da war immer Wein mit. Genau. Viticulture. Oh Gott, das Ding ist so. Das kennt, glaube ich, keiner. Hallo? Bestimmt. So, alles gut. Genau, das Ding fällt fast auseinander. Ich vergesse mal, das Stonemaier Games. Ich habe alle Expansions drin und ich habe auch noch diese Printer Blade Käse-Erweiterung drin. Habe ich schon mal gespielt? Nee, ja, doch, mit René, den ich dann hart fertig gemacht habe, weil ich einfach so viel Käse produziert habe. Okay, du Käsebaron. Aha. Genau, ja. Höchstwahrscheinlich kennt das auch jeder. Worker Placement, ne? Worker Placement und ist es so Set Collection mit den Karten so ein bisschen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Was denn? Nein, kein. Was ist es denn? Also, was würdest du mit den Karten spielen? Es ist ein klassisches, also es ist eigentlich ein sehr, sehr klassisches Worker-Placement-Spiel. Vor allen Dingen, was ich halt sehr mag, du hast ja die verschiedenen Saisons, wir müssen Wein produzieren. Wir haben, wenn man so möchte, vielleicht ein bisschen Engine-Building mit drin, weil wir ja natürlich halt unser Weingut aufbauen. Ja. Das wiederum begünstigt diverse Sachen. Es hat ein sehr, sehr cooles Aktionskartensystem mit den Besuchern, die man ziehen kann. Und wenn man die Tuscany-Erweiterung drin hat, was wir auch haben, dann hat man sogar auch noch ein bisschen Area Control, weil dann hat man noch diese Karte mit der Toskana, wo man ja auch rund um Arezzo und alles eben auch sich platzieren muss. Ich überlege gerade, wie viel Work hat man am Anfang? Boah, da fragst du mich was. Zwei oder drei, irgendwie sowas. Genau, das ist auch den Vorarbeiter und zwei kleine, glaube ich. Genau, irgendwie so, genau. Und da muss man auch ein bisschen, man hat ja mehr, ich glaube mehr, man hat 4 Jahreszeiten, genau, und dann glaube ich einen Miepel weniger, das heißt, man muss auch ein bisschen überlegen, wann setzt man den und dann kann auch mehr holen und mit den Wagen, auf der Player Map mit den Wagen und verschiedenen Wagen, was man dann noch freischalten kann. Ja, schönes Spiel.
Das ist ein cooles Thema einfach, ja, mit dem Wein, mit dem Weißwein, ja, und auch Rosé kann man später machen. Rosé, ja. Rosé. Tolles Material. Ich mag die Artworks, das komplette Artdesign. Es ist für mich das beste Stonemaier-Spiel und es funktioniert so gut. Es spielt sich immer anders, diese vier Jahreszeiten, die man hat. Ich muss genau planen, denn im Frühling kann ich natürlich noch keinen Wein ernten. Ich muss aber gucken, dass ich meine Reben anpflanze. Ich muss gucken, der Wein wird immer älter. Dafür muss ich den Keller ausbauen, damit meine Weine hochwertiger werden. Dieses Spiel macht so viel richtig. Es ist, glaube ich, meine Platz 3 ist es, glaube ich, gewesen. Okay. Ja, Platz 3. Platz 2 war Blood Rage und Platz 1 war Brass. Ja, das habe ich noch nie gespielt. Ja, und Blood Rage, das habe ich zu selten gespielt. Ja. Spoiler, Blood Rage kommt in dieser Liste nicht mehr vor. Ja, es gibt ja auch, ich gab auch ein paar andere Spiele, wo ich dachte, die fand ich richtig, richtig gut. Aber wenn ich nur einmal gespielt habe oder vielleicht zweimal, dann hat hier nur nichts zu suchen, finde ich. Das ist richtig, ja. Genau. So, und jetzt kommen wir zu deinem Platz 1. Und auch das hat mich ein bisschen überrascht, dass es sogar auf Platz 1 ist. Echt? Es ist ein Spiel, was ich auch sehr, sehr mag. Dass es auf Platz 1 ist, fand ich cool, weil das hat weil es cool war. Nein, weil es ist ein würdiger Platz 1. Auch wenn es nicht meiner Platz 1 ist und wenn es nicht in meiner Liste war. Tatsächlich fand ich, das war so eins, da habe ich gar nicht dran gedacht, es überhaupt mit aufzunehmen. Sonst wäre es auch in meiner Liste gewesen. Zwar nicht auf Platz 1, aber es ist ein Platz 1, wo ich sage, ja, das ist ein würdiger Platz 1. Damit kann ich leben, dass der in deiner Liste ist. Ohne dass ich mich schämen muss und sagen, was hast du da als Platz 1? Man muss dazu sagen, wir spielen ja auch mittlerweile ein paar Spiele, die ein bisschen sehr komplex sind und auch sehr, also schon lange gehen und so weiter. Aber wenn ich den nur einmal gespielt, ich glaube, Dune habe ich einmal oder zweimal gespielt, dann kann ich den nicht auf die Liste nehmen. Ich habe Dune einige Male gespielt. Ja, also das geht halt nicht. Aber spannen wir die Leute nicht lange auf der Folter. Ach komm, können wir noch ein bisschen quatschen, oder? Dein Platz 1. Das ist auch so ein Spiel, was auch ein bisschen, oh mein Gott, aus, was heißt Nostalgiegründen, aber das ist auch was, was wir dann, ist ja nun mal ein Zweispielerspiel. Und das hatten wir noch vor dem großen Spiel gespielt. Mhm. Ich glaube, wir haben das lange gespielt, bis wir das große Spiel dann gespielt haben. Oh Gott. Spiel. Genau. Und ja. Ich höre dir zu, alles gut. Ich weiß, ich gucke dir einfach an. Darf ich ihn nicht angucken? Können wir weitermachen. Genau. Das wollte ich gerade sagen, ein Würfelspiel. Nein, das ist aber jetzt eine Set Collection, oder? Ja. Sag nicht nein. Ja. Genau. Ja. Und was ich daran, Engine Building Set Collection. Ja, okay, Engine Building, genau. Was ich daran total toll finde, man hat ja die Karten so wie so eine Baumpyramide nach unten aufgebaut. Man sieht nur jede zweite Reihe. Und man muss erstmal, um die nächste Reihe oder die nächsten Karten freischalten zu können, erstmal die Karten vorher wegnehmen. Man weiß halt nicht, was danach noch kommt. Ja. Und ich glaube, viele gehen immer auf Militär, was natürlich übel ist wenn der andere nicht drauf geht. Also ist gerade beim großen Spiel immer übel. Beim großen Spiel finde ich noch mehr eine Rolle als beim kleinen, finde ich. Gerade wenn es gegeneinander spielt, genau. Und ja, ich finde es einfach so ein super gutes Zweispielerspiel. Haben wir überhaupt noch Zweispielerspiele? Sonst hier in der Liste jetzt keine. Keine, ne? Nee, und das ist ein reines Zweispielerspiel. Wir müssen die neue Erweiterung nochmal spielen. Die haben wir noch gar nicht gespielt. Ja. Wir haben die Götter-Erweiterung, Götter und Tempel oder wie sie heißt, Erweiterung. Die finde ich auch super. Die fügt sich super ein. Ich habe jetzt von einigen gehört, dass die ganz neue Erweiterung mit dem Senat das Spiel auch nochmal deutlich größer und komplexer macht. Was ich aber hier gar nicht schlimm finde, weil dadurch, dass, wie du schon sagst, ein reines Zweierspiel ist, zündet es da aber auch enorm gut. Ja. Und was ich einfach auch da cool finde, das Artwork mit den ganzen Karten, wenn man die Karten ja auch teilweise anders benutzen kann, also mit dem Bezahlen sozusagen für die neuen Karten und aktivieren. Dass man einige gratis bekommt, wenn man schon Vorgängerkarten hat. Genau, und das Ganze, ich finde es einfach, dass die Farben einfach ansprechen und ich finde es, das ist auch so ein Spiel, was ich einfach immer wieder spielen würde. Mhm. Ja, also da kann man dich nachts wach machen und sagen, Seven Wonders Duel jetzt. Um 1 Uhr okay, um 3 Uhr oder so nicht. Dann würde ich gerne noch schlafen. Das teste ich dann um 1 Uhr. So, du hast es geschafft, deine Top 10. Du hattest ja ein bisschen Angst davor. Du hast es jetzt auch geschafft, trotz körperlicher, gerade vorhandener Schwächen. Ich finde es super, dass du es gemacht hast. Chapeau. Freust du dich, wenn wir nächstes Jahr ein Update machen? Nein. Ich glaube, ich nie wieder. Ich finde, du hast das super gemacht. Gib Ted mal einen Daumen hoch. Ich finde, das hat sie verdient. Ja, muss man ja nicht Fishing for Compliments oder so. Fishing for Daumen hoch machen. Fishing for Catlimans. What? nee, aber ja. Ich fand meine Liste eigentlich ganz cool, weil, das haben ja auch einige kommentiert, gerade den ersten Teil Liste, dass da auch eher so kleinere Spiele dabei sind. Weil ich finde auch gerade mit Corona
hat man auch gerade diese vielen und großen Runden gar nicht mehr gemacht. Mhm. Und ja, ich spiele halt auch gerne kleine Spiele, weil die halt schneller gehen. Absolut, gerade wenn halt das Kind mal wach wird oder andere Kinder dabei sind. Du, dann, alles ist vollkommen halt immer sehr. Also ich muss dazu auch nochmal sagen, und mir ist mal wieder aufgefallen, wie sehr ich mich doch geehrt fühle und glücklich bin, dass du tatsächlich irgendwann vor einigen Jahren mal Ja gesagt hast, als wir wo standen. Denn man hat bei dieser Liste wieder Folgendes gesehen. Cat ist nicht unbedingt die Stärkste darin, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und nee, bin ich nicht. Aber wie kommst du, also was meinst du damit? Was meinst du noch genau? Naja, dass du dich irgendwann mal bei der Hochzeit entschieden hast, Ja zu sagen. Ach so, ja, ich habe gesagt, also in der Motzen sage ich mal, ja, ich habe mich für dich entschieden, also sei da froh. Ja, eben, also von daher nein, alles gut. Aber deshalb, ich kann sehr, sehr gut anerkennen, wie schwer es war, diese Liste für dich zu machen. Ich habe es ja wirklich an einigen Abenden mitbekommen, wie du da beim Meeple Pub oder wie diese App heißt, fluchend hinter saßt und irgendwie versucht hast, welche Spiele gab es noch, was habe ich noch, was, wie, das ist jetzt da, was, nee, das kann aber nicht da sein. Ja, vor allem gerade, weil da auch einige Spiele drin waren, ich hatte am Ende, dieses war irgendwie über 55 Spiele, was ja ein bisschen zu lang ist, und diese ganzen Vergleiche immer, und dann kommen halt, dann soll man ja auswählen zwischen zwei, und dann, wenn das eine einen aktuell besser gefällt, aber man hat es nur ein oder zweimal gespielt, dann ich finde, dann hat es eine Liste, finde ich, nicht so was zu suchen. Oder du hast es ja mit aufgenommen. Ja, weil ich einfach alle Spiele reingemacht habe, die ich letzte Zeit gespielt habe. Ja, okay. Das ist der Punkt. Ja. War eine schöne Liste. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Schreibt es da gerne mal in den Kommentaren. So, ich glaube, du legst dich jetzt erstmal hin. Und aufs Sofa, ja. Aufs Sofa mit der Wärmflasche und ich mache den Tee. So, in diesem Sinne, ich fühle mich veräppelt. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne mal, was von den Spielen hier ihr sagt cool oder wo ihr sagt, nee, das war bei uns Schrott. Gar nicht gezündet. Ist ja okay. Hot or Schrott. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen, hören, riechen uns. Danke sehr. Macht's gut. Bis bald. Und tschüss.